Hi, Kfz-Freunde, Kfz-Pros am Start. Heute geht es mal wieder um einen Audi A6 4G 3 Liter TDI. Der schöne V6 Motor. An diesem Motor möchten wir euch heute zeigen, wie wir einmal den Keilrippenriemen und ebenfalls einmal den Keilrippenriemen-Spanner austauschen. Genau, das war's. Vorab kann ich euch nur empfehlen, zeichnet euch den Riementrieb, den Verlauf auf einem Papier auf. Denn das Ding ist ultra lang. Also es ist wirklich sehr lang. Na gut. Zieh die Hose runter. Genau. Ja. Bei dem A6 4G gibt es keine Servostellung. Sprich, wir gehen hier direkt vorne an den Motor dran, wo auch direkt dann der Riementrieb zu sehen ist. Der Riemenspanner ist einmal hier dieses Bauteil unter diesem AGR-Rohr. Genau, das ist einmal dieses Teil da. Das ist jetzt soweit mit einer Schraube gesichert, aber wir müssen dazu hingehen und müssen dann einmal den Riemen erstmal entlasten. Hier in dem Fall haben wir das neue Bauteil, das ist bereits hier, wie man schon gut erkennen kann, ist es bereits mit so einem Stift gesichert. Und hier habt ihr diesen Torx-Ansatz oder Aufsatz, dafür braucht ihr einen Torx 60 reinsetzen und dann mit der Ratsche einmal nach rechts. Also im Uhrzeigersinn einmal drehen, entlasten und dann den Stift am besten da einführen. Ist einfacher, um nachher auch die Schraube da wirklich rauszubekommen. Ne? So ist es vorgegeben. Für die Schraube hier in der Mitte braucht ihr hier, ich schaue mal gerade, M12 Vielzahnnuss, um diese Schraube hier dann zu lösen. Ja. Ist eigentlich, lässt sich wirklich schnell machen, nur dass man halt nicht wirklich viel Platz hat. Ich schaue mal gerade die Ratsch und einmal den Torx-Aufsatz. So, die Nuss sitzt. So sollte das dann auch schauen, aber wie ich merke, ja, kriege ich die Ratsch natürlich mal nicht drauf. Da ist man natürlich wieder super Konzept durchgedacht vom Ingenieur. Muss ich mal gerade fast schnell mal basteln. So, wir machen das jetzt anders. Wir haben hier so einen 60er Bit Aufsatz für die mittlere Ratsche, 10er Nuss. Und dann können wir das Ganze jetzt gerade hier so direkt als eine Einheit direkt drauf machen, anbringen. So, das Ganze machen wir jetzt hier noch etwas Rohr, denn wir müssen, wie gesagt, im Uhrzeigersinn drehen und das ist wirklich ultra schwer, da der Spanner hier wirklich sehr stark ist. Holen uns hier dann schon mal so einen Stift, damit wir hier gleich einmal den Spanner dann sichern können. Also wir drehen jetzt einmal im Uhrzeigersinn. Zack. Ich setze jetzt einmal den Stift da rein. Für diejenigen, die sich jetzt noch nicht aufgezeichnet haben, zeige ich euch, wende ich euch gleich noch einmal den Riemenverlauf ein, wie er nochmal drauf wird. Genau. So, und jetzt haben wir nur noch einmal die Vielzahnnuss unten in der Mitte. Rausfischen. Et voilà. Und das ist einmal alte Riemenspanner, der Kunde wollte ihn halt direkt mitgemacht haben. Also kriegt er noch neu. So, Fallschirm drauf sitzen kann man den Riemenspanner nicht. Der hat hinten dran eine Nase, wie man es gut erkennen kann. Die Nase muss in seine Position erst eingerastet oder reingesetzt werden. Und dann könnt ihr die Schraube hier von Hand beidrehen und dann auch mit Hersteller vorgegebenem Drehmoment einmal festziehen. Also der Einbau erfolgt sinngemäß umgekehrter Reihenfolge. Hier zeige ich euch noch einmal den Riementrieb, für jemanden, der hier jetzt nicht mehr weiß, wie das alles so war. Die einzelnen Bauteile oder Komponenten beschriftet in Zahlen und rechts in der Abbildung dann einmal der Keilrippenriemen, wie er dann komplett verläuft. Den setzen wir jetzt einmal drauf. Filmen brauchen wir da nicht, da sieht man eh nichts. Schaut nur, dass der Spanner definitiv den Stift drin hat, dann könnt ihr auch den Riemen direkt so draufsetzen und müsst zum guter Letzt dann nur noch einmal den Spanner etwas entlasten und dann einmal den Stift da rausziehen und dann werdet ihr mit einem Riemenwechsel und Keilrippenriemenspannerwechsel durch. Zwei Mann sind notwendig, sonst, wie gesagt, man macht sich den kompletten Arm kaputt.
Und den Riesenriemen alleine aufzusetzen, ja, entweder macht man das tagtäglich und man hat es dann drauf. Für jemanden, der es zum ersten Mal macht, hole ich auf jeden Fall einen zweiten Mann, der vielleicht irgendwo ansetzen kann. Ein dritter Arm tut wirklich sehr, sehr gut. Also hilft sehr viel. Voilà. Sicherung raus. Können wir einmal das Fahrzeug starten und dann können wir einmal den Riementrieber prüfen, ob wirklich auch alles ordentlich läuft. Solltet ihr Fragen haben noch zum Arbeitsablauf, könnt ihr gerne einen Videokommentar posten. Ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Als Unterstützung lasst uns ein Abo da, folgt uns auf Instagram, Facebook. Wir wären jetzt mit durch und sehen uns dann ein nächstes Mal. Eure KFZ Bros.